Vox, die Rache der Natur an der Menschheit. Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo meine Fotzebärchens und Pingerlingeling erstmal. Oh. Wir fangen hier direkt an mit dem schönen Plöppbier Berndstein. Also nicht Bernstein, sondern Bernd. Bernd? Ja, Bernd, wie der Name. Ist das aus Brot gemacht oder was? Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Bio-Kellerbier, naturbelassen, süffig, lecker. Schreiben Sie drauf. Das hört sich gut an, ne? Mit 4,9 Umdrehungen. Haben wir bekommen von Rüdiger. Ja, Rüdiger. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt siehst du hier dein Bier in Aktion. Und ja, das selber gemacht. Nö, aber das hat er uns ja geschickt. Geil, wo kommt das denn her aus, was für eine Ecke? Warte mal, gucken. Kann ja wieder nicht lesen. Ne? Sind wieder aus welchen Gefilden das... Wo kommt das weg? Ich sehe eh nichts mehr wieder. Ganz ich besonderer wieder Geschmack, bla bla, Biobraumeister. Gladbach, Bioland. Bayern. Brauhaus Bergmann. Bergmann ist immer schon wieder geil, ne? Bergmann ist schon wieder gut, weil das ist ja Dortmund-related. Ja. So, ich schütte guck dir mal ein hier. Meinst du, die waren das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch extra das kleinere Glas genommen, ne? 0,2. Ja, der ist ich will mich ja nicht wieder so wild besaufen, ne? Guck mal hier. Oh, das ist aber... Schöne Krone. Hier Kneipenstatus hoch 10, ne? Schöne Krone. Ja, schöne Krone. So. Übrigens, ich glaube, ich werde mein Kronenvatertagsvideo vom letzten Jahr dieses Jahr am 18. Mai hochladen, weil da ist nämlich wieder die Kronenvatertagstour. Ach, die Anmeldung läuft übrigens, ne? Ja, aber machen wir das noch? Was da so kommt. Lass das mal die Leute entscheiden, ob wir da nochmal mitmachen sollen. Ja, ich weiß schon, wie die Antwort ausfällt. Also gut, Schaum ist bei mir safe eine 7. Ja, war bei mir gerade auch, obwohl gerade war noch 8. Gerade war 8, aber jetzt geht es schnell runter auf 7. Also 7, mit 7 bin ich okay, du? Ja, ja, auch. Okay, dann das sprudelt schön, das sprudelt schön. Die Farbe ist auch geil. Ja, Bernsteinfarben schon. Also Honig, honigmäßig auch, ne? Honig. Ah. Honig. Oh, das riecht geil. Oh ja. Das riecht auch nach Honig. Ja, da ist sowas. Boah, ich kann schon wieder die Biene Maya und den Winnie hören. Oh, geil. Ja, geil, 8. Das ist ja, kraft. Mindestens. Wenn nicht sogar, ich finde das sehr angenehm. Ich gebe eine 9. Okay. Das sowas finde ich ja gut. Ne? Ja, wir müssen ja hier, es muss ja munden. Ja, dann auf da. Ja, rein damit. Prostata tiralala. Boah. Sehr geil. Es ist mir nur ein bisschen gerade zu sprudelig, aber das mag an einem kleinen Glas liegen. Weil wir Bierexperten, wir nehmen ja auch immer das passende Glas zum passenden Bier. Ne? Jetzt ist der Schaum weg, aber der Geschmack, alter Vater. Da lege ich mich jetzt schon fest, sage ich 9. Ach doch, so? Ja. Doch. Also ich finde den auch gut. Doch. Aber wie gesagt, ich habe hier, bei dir sprudelt es auch gar nicht mehr so herbe wie bei mir, aber das liegt am Gefäß. Ne? Ist das geil, das schmeckt richtig gut. Oh, da ist noch ein Nüssel drin. Komm, ich gebe dir noch den letzten Nüssel hier. Ach, Kerl, ey. Da kommt sogar nochmal Schaum, also das ist schon... Oh. Ja, aber dann mache ich eine 8. Weil ich hätte jetzt noch ein bisschen, das ist mir jetzt im Moment ein bisschen zu wässrig. Ich find's geil. Aber dann ist richtig lecker. Nicht an der Schale. Ich hätte jetzt gesagt, lass mich mal bei dir probieren. Aber dann zieh ich das her. Nein. Aber ich find's richtig lecker. Aber gut, dann haben wir ja die Bierwertung jetzt schon abgeschlossen am Anfang des Videos. Ja, geil. Was cool ist, weil dann könnt ihr hier so Timecodes, ne, mit geskippt. Das ganze Video gucken, ja, zählt das nicht. Ja, manche Leute sind aber zu jung, das zu. Ach so. Ja. Ja, das ist natürlich dann eine schlaue Idee. Ja, dann kommt jetzt erstmal die Bierwertung. Und schwupps sind wir wieder da. Da muss ich den gleich nochmal probieren, weil ich das so geil finde. Das ist richtig leckeres Bier. Geile Scheiße. Aber das ist bestimmt teuer. Davon kann man sich bestimmt keinen ganzen Kasten leisten, so mal eben. Naja, worum geht's heute? Heute geht es um diesen netten Herrn hier. Frogmonger! Er ist endlich da, aber ich nehme ihn nochmal zur Seite, weil der kommt hier aus dem Verlies, ne? Ja. Und da habe ich was Schönes gekriegt hier vom Jörg. Aus Castle Grayskulls Verlies halt, ne? Ja, natürlich. Da sieht man ihn, ne? Für die Kenner, die es nicht wissen. Ja, also für die Nichtkenner dann. Als das raus war, muss sie auch erstmal, ich so, wie, Frogmonger? Und dann so, ach, das Viech, was da unten aussieht. Der Kind, das ist ja in beiden zu sehen, ne? Also in dem alten Original Carsten Grayskull von damals und dem neuen auch. Ja. Beides mal als Aufkleber. Genau. Ja. Jetzt haben wir aber nicht nur einen Aufkleber, weil der liebe Jörg aus Wunsdorf, ich glaube, so weit kann man gehen und das sagen,
hat mir nämlich was Leckeres geschickt hier. Und bei dir ist das wenigstens angekommen. Mir wurde letztens was geschickt, da haben sie mir, glaube ich, aus dem Flur die Figur geklaut, die Schweine, Alter. Fürchterlichkeit. Ja, wenn ich die erwische, Alter. Aber ich wollte das nicht vorenthalten. Ich dachte, mir machst du ein Einzelvideo, aber nein, es passt einfach auch in ja, dieses Video rein, weil halt der gute Mensch hat eine sich Tüte Froschleisch geschickt. Der hat sich nämlich gedacht, der macht dieses Castle Grayskull Aufkleberding mal in 3D. Und Hammer. Das Geile ist, du kannst das in die Castle Grayskull reinlegen. Ja, es passt 1:1. Passt da rein. Hammer cool. So, und hier, wo ist er? Oh, wie geil, die alle rausguckt. Hammer ja, hier, cool. Hier, guck mal, hier, siehst du die Froschklaue, die da jo rausguckt. Da auch noch so ein haariges Ding da, ne? Und ja, und der Tentakel und alles und richtig cool. Ey, was wäre geil für damit wir hier zu Dings kommen, Ratz-Dings. in Jabba's Palast. Weil ja, das, wenn die unten durchgehen, in die Verliese, ja, wenn da immer so. Sowas wäre mal geil. Das ist echt klasse. Von hinten sieht es ein bisschen aus wie eine Waldmeister-Schokolade oder so. Das sieht wirklich aus wie so Schokolade geil oder sowas. Ich dachte nämlich jetzt, du sagst, da kann man auch reinbeißen oder so. Nee, leider nicht. Er hatte das natürlich auf seiner Seite gepostet und dann auch bemalt und hier und da und da. Und ich fand das so geil und hat er mich angeschrieben und meinte, willst du auch eins haben? Ist leider nicht bemalt. Ich so, ey, was? Leider nicht bemalt? Das ist mega geil. Ey, wie geil alleine der hier ist. Guck mal. Ja. Das ist hier so da rausgegeben. Fand ich richtig, also, richtig, das bemalt sich auch cool mit diesen Steinchen oder das ist so Wasser oder keine Ahnung. Sind die da irgendwie in der Flüssigkeit? Weil die so Puppen sind halt. Ja, der Ring auch da, ne, für nochmal eine Kette und voll so. Voll geil. Richtig auch fett das gemacht. Das liegt auch ein bisschen was so. Also. Und weil es ja heute um diesen netten Herrn hier geht, ne, dessen Klaue da rausguckt, dachte ich, das ist eine super Idee, um da nochmal ein bisschen Respekt zu zollen für die Liebe, für die Mühe, die sich der Mensch mit Hammer dem Teil gegeben hat. Und das ist super. Also das wandert auf jeden Fall in meine Castle Grayskull, also in meine ausgepackte, ne? und mega. Malst du das irgendwann mal an? Oder lässt das mal anmalen? Ich kann so. Du könntest dir ja Lackerstifte holen halt, ne? Ich kann so. Ja, Laden in Dortmund. Ja, Hangout. Wir können es ruhig aussprechen. Ja, hättest du zwei Exemplare, hätten wir eins zum Ausprobieren nehmen können zum Anmalen, ne? Ich würde. Ja, aber da gibt's auch. Ich habe, weil wenn, dann möchte ich das auch aber so ausgemalt, wie der Sticker ist. Aber weißt du? Im Endeffekt wäre das jetzt in der alten Original gewesen, wäre es wahrscheinlich auch nicht in bunt gewesen. Das haben wir ja bei anderen Toylines auch gehabt, dass das dann nicht in farbig war. Dann, also ich finde es so schon geil. Da wären vielleicht ein paar Schattierungen reinlackiert ja, worden. Aber als Kind würde mich das nicht stören. Also jetzt stört es mich auch nicht. Also mich stört das jetzt auch jetzt nicht. Also dann, halt, ne? da muss ich kein Kind für sein. Das ist schon geil, Alter. Also, cool. So. Vielen Dank für dieses geile Geschenk. Danke, 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 danke. Und jetzt ist er endlich da. Und ich dachte, das wäre hier diese Star Wars Figur von Mandalorian, diese Froschfrau vor Munga. Ist ja irgendwie wieder Star Wars zurück, so weiß ich ja, kacke, nein. Alter. Star Wars müsst ihr bei ihm gucken. Nein, wir müssen beim Minister mal, ihr müsst das mal schreiben hier, dass wir beim Minister mal hier Star Wars auspacken. Soll ich mal Star Wars? Ja, ich hab eins, oder? Ich habe ja ein paar Star Wars Karten doppelt, die ich auspacken kann. Ja, ich kann ja auch was mitbringen. Ich habe einen Darth Vader und einen Ahsoka Tan habe ich doppelt. Echt? Ja, gucken wir mal. Keine Ahnung, wenn ihr Bock habt. Sonst bringen wir was mit. Dann fange ich damit auch noch an. Nein, das kann ich nicht machen. Da müsst ihr. Nein, hier, er ist ja. Na, hier, sieht man ja. Ja, hier. Er ist ja L.A., Los Amigos. Mhm. Geile Messe, bitte hingehen am. Scheiße, wann ist das? 17. Oh, 17.6. Ja, im Juni auf jeden Fall. Ja, ist egal. Flyer ist eingeblendet, wisst ihr Bescheid. Oh, wir holen ihn. Das ist aber die Karte in gut Shape und so, ne? Guck mal, wie schön das sind. Da sind die schmaler geworden? Ja, ihr sieht irgendwie schmaler aus. Ja, oder ne? Die ist einfach länger geworden und deswegen wirkt das so, oder? Ach, wie schön aussehen. Und hier die Abenteuer der Rückseite, da müssen wir gar nicht so viel zu erklären, weil da gibt es keine Wave, kein Action-Feature, nix. Ach, da ist einfach nur ein warum fettes, ja, aber ich finde das auch geil. So ein fettes, geiles Artwork. Und ach, jetzt sehe ich das erstmal. Guck mal hier. Was denn? Das sind die ganzen Viecher, ach, die hier außen, die sind im Hintergrund. Das Auge, da ist das Auge, was hier in der Ecke ist. Ja, hier ist wahrscheinlich der Fuß von einem Fellviech. Mit den zwei Klauen, eine Schlange da noch. Ja, hier, die sich hier Tentakelzeug. Aber wo hat der Frosch denn die Locken, Alter? Entschuldigung.
Ich hab den so lange jetzt, weißt du, ernsthaft? Der musste raus. Den hast du einstudiert, ne? Nein, aber der liegt doch auf der Hand wieder für stupides, weißt du, flaches. Aber das finde ich richtig geil. Ey, guck mal, wie geil der aussieht, Alter. Was ist Dungeon Dweller of Castle Grayskull. Super geil. Retro. Ach, Retro, nee, das steht doch immer drauf, ne? Das steht immer drauf. Ich dachte gerade, das wäre... Obwohl, auf den Ami-Karten, auf den deutschen nicht. Ne, weil auf den deutschen, also das erinnert mich ja so ein bisschen an Retro Collection wieder von hier, Ratz war's. So, packen wir das erstmal an die Seite, aber diesmal nicht in schwarze Anpunch, die sieht Seite. Gut aus. Ja. Da hast du aber noch ein paar von, ne? Ja, ich habe also, mir mal... Kannst du die jetzt mit reinem Gewissen gleich so öffnen? Ich habe mir dieses Mal, ich bin kein Mensch, der irgendwie sagt so, raffel, alles irgendwie dann für teuer verkaufen. Ach, ich war nur dabei, wie viele bestellt hast? 3. Ja. Einen zum jetzt auspacken für euch und für mich natürlich. Ja. Einen zum zugepackt lassen und den dritten ja. Mal gucken. Vielleicht wird das noch ein Tauschobjekt oder sowas. Ne? Kannst du mal mitnehmen, also, so Los Amigos oder so. Toyclosion. Vielleicht braucht einer einen. Ne? Ja. Also den würde ich dann wegtauschen. Ne? Verkaufen auf eBay nicht, aber tauschen. Aber du könntest den natürlich auch noch einen auspacken. Dann baust du dir aus so einem, wie heißen die denn, die Trooper. Die Horde Trooper. Ja, gibt's auch bald. Nein, gibt's auch bald. Ich weiß, deswegen habe ich das gesagt. Habe ich nämlich gesehen. Ich informiere mich ja immer ein bisschen. Ne? Dachte ich mir auch so, wie lange dauert das, bevor sie da die Einzelteile nochmal in anderen Figuren. Ja, es hat nicht lange gedauert. Aber ich finde das aber nicht so schlimm. Weißt du, wenn du so Viecher hast, so Creatures, davon kann man ja eigentlich nie genug haben. Ja, nee, nein. Na, oder? Nein. Also bei Hauptcharakteren, wie jetzt bei so einem He-Man. In, keine Ahnung. Den brauche ich nicht in 1000. In Brotfarbe, in Schlammfarbe, in das den brauche ich nicht in 1000 Variationen, aber so Monster sind geil, das immer, ey, Viecher. So, wir machen wieder den Boomer-Move, ne? Grüße gerne Schöne raus. Grüße. War ein schöner Abend auf Power of the Force Con, das ist auch geil, ne? Da sind die ganzen Moto-Leute auf einer Star Wars-Sache, was ist denn da los? Wie, aber war der Boomer auf der Star Wars Con? Nein. Nö, aber der war ja später getroffen, ne? Im Piratenschiff. Ach so. Ja, da gibt es leider keine Aufnahmen von. Weil ja, so zwei Aufnahmen, die tauchen vielleicht mal irgendwo auf. Ja, aber manchmal muss man eingestehen, irgendwie manchmal ist die Aufnahme hier und nicht da on screen für euch. Obwohl, also, ich weiß von dem Abend fast gar nichts mehr, ne? Und ich war richtig dicke. Ich habe nämlich Whisky Sprite hier, Disco 4000 irgendwann getrunken. Er hat schön klingonisch gesprochen. Das war heftig. Und dann morgens um 8 Uhr war schon wieder wach gewesen, ne? Ich erzähl nur so lange noch, bis er das Ding offen hat. Ja, er ist ja wieder... ja, ich war so früh wach. Schwierigkeit. Ja. Weil, keine Ahnung, ich war wach, dann habe ich mich noch rumgewälzt. Oh! Oh, extra Comic? Ja. Oh, geil. Horde of the Frogmonger. Ja. Wir haben einen neuen Mini-Comic da drin tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ja, den müssen wir uns natürlich gleich zur Gemüte führen. Und oh Gott, ist... Alter! Das ist ja wieder sehr lang, ne? Jetzt haben wir was gesehen. Ich werde schon wieder gesehen. Das kenne ich sogar, das habe ich auch auf Los Amigos auf diesem schönen Dachboden gesehen. Ja. Das ist so groß, ne? Als das Spielzeug. Ist, das ist massiv. Das ist schon ein schönes Teil. Heißt das denn, dass das nochmal vielleicht kommt, released wird, wenn das in diesen Comics ist? Könnte. Wie war das denn bisher? Man weiß es immer nicht. So, packen wir mal hier an der Seite. Ah, du musst erst den raus, oder ist das ein doppelter? Nee. Ist das schon wieder ihr Fuß? Hier ist wieder Bondage. Weißt du, bei einigen gar nichts. Da wird der Frosch gefesselt, Alter. Das ist so furchtbar. Jetzt seinen eigenen Locken. Komm, den. Der ist aber witzig, der sieht jetzt schon so vom. Ne, also mal eben schön so, ja, Giftgrün. Ja, das auch. So, jetzt ziehe ich einfach raus. Unten reißen wir einfach weg. Ja, ja. Der schleimt doch, hör auf. Komm, zieh dich nicht, Sissi. Aber guck mal, sag doch wieder aus. Jetzt sind wieder diese Haken-Dinger drin. Zwischendurch sind diese Gummibänder drin. Ganz oder seltsam. Diese transparenten Bändchen so, halt. Du bist ja Man at Arms. Ja. Das heißt, ich guck mal, mach die Waffe. Wie sieht das denn raus? Alter, meine Augen, ne? Ach, mehr hat er nicht als Waffe? Nö, nur diesen komischen, der Blaster, der aussieht wie aus dem 50er. Wie so ein 50er Science-Fiction-Film. Ja. Ey, den würde ich aber für Dings nehmen, für Merman. Ach, stimmt. Weil er irgendwie hier diese Zinken hier hat halt, ne? Vom, das wäre auch so ein Merman-Blaster, stimmt. Klebt aber irgendwie. Klebt das? Finde ich komisch. Ach, stimmt, da ist ein das bisschen... Das fühlt sich sehr... Ja, klar, ist ja auch ein Frosch. Vielleicht ist das extra Feature. Das Special. Das ist das alles klebt. Der klebt und schleimt oder so, ey. So, guck mal hier. Wir nehmen hier mal die Waffe in der Hand. Passt das denn gut hier? Meine Güte, passt Empowering das denn hier? Empowering the next generation through play. Ja. Okay.
So, da haben wir ihn. Oh, der hat auch so ein wie so ein Jetpack oder so. Der sieht echt aus wie so ein Creature. Ach, da noch so eine, ja, der sieht auch aus wie so ein Creature aus 50er Jahre Science Fiction. Ja, ein bisschen wie der, wie heißt er denn? Gort? Oder wie heißen denn die Viecher bei Raumschiff Enterprise? Los, sag doch mal was. Ach, hier, wo die sich in Zeitlupe... Ist Gorn oder Gorn? Gorn. I shall be merciful. Und ich, ne? Gorn ist doch bei der Tag, an dem die Erde stillstand. Aber das ist ja dann... Nee, das sind ja Kato, Barada, Nikto. Das ist der Roboter. Der Roboter ist Gorn, ne? Ja, aber ich, der ist ja so sehen... Aber das sieht echt so 50er Jahres... Ja, aber super. Aus. Oh, ja. Fällt er direkt um. Ja, der hat einen Rücktritt von Captain Kirk gekriegt. So, schauen wir uns das mal in Detail an. Also, ich würde mal sagen... Alle Gliedmaßen so sind neu, weil auch die Teile, ich dachte, das wäre von Tang Lesher mäßig, ja. Aber die sind kürzer. Ja, der hat ja auch so komische Finger nur, guck mal. Ja, genau. Und er hat ja wie heißt das, die Saugnäpfe an der ne? Fingerenden, ja. Halt. Hinten die Schuhe, voll geil, da haben die so eine Flosse hinten. Hat das noch keiner gehabt von den anderen? Nee, normalerweise auch wieder Merman oder Stratos vielleicht zum Fliegen oder gar was? Gar nicht, okay. Normalerweise hast du das immer so vorne gehabt, irgendwie bei Skeletor. Ja, oder ja, so. Genau, jetzt was haben die, so, ne? Jetzt haben die hinten so ein. Das ist cool, das ist auch. Die hauen bestimmt noch so ein Merman raus, Alter, oder? Was gibt's denn noch? Was haben wir noch? Irgendwie der Brustkorb. Ich finde das auch geil mit dem Ding so. Dass ich, also ich finde von den Farben, das ist super. Auch noch nicht verwendet worden. Diese Punkte sind geil drauf, ne? So ein bisschen, ja. So wie so ein hier, nicht Feuersalamander, aber. Ja, wie so Kröten. Ja, ja. Und er hat hier an der Brust, hier hat er halt die Pusteln dran halt. Ja, stimmt. Ne, diese, wie nennt man, die Halskrause ist ja krass. Ja, und diese, achso, die Halskrause ist das Rückending. Ja, das ist, sieht aus wie so ein Raumfahrerhelm ohne Raumfahrerhelm drauf. Ja, irgendwie. Ja, da könntest du wahrscheinlich wieder von irgendwas hier Süßigkeiten-Dings kannst du. Ja, das ist bestimmt eine super Figur zum Customizen. Alter, richtig cool. Kanone ist auf jeden Fall, wie du sagst, das ist so 50, das ist so Space Invasion Zeug. Das könnte hier, oder noch nicht mal aus, und nicht mal 50er. 30er. Ja, Buck Rogers. Buck Rogers. Was soll hier Flash Gordon, Mann? Flash Gordon, ja. Das könnte echt aus Flash Gordon sein, so. Lass sie uns abführen. Obwohl, wann sind die Captain Future von Hamilton die Bücher gekommen? Ja, aber das. Nee, das passt nicht zu Captain Future. Das ist. Nee, aber das ist genau so das typische Schwarz-Weiß-Zeug halt. Ja, ja, ja. Voll geil, voll geil, das ist echt cool. Geile Teil. Und Auge auch und so mit dem Mund, geil. Keine Kiefer kann man nicht bewegen, ne? Keine, ja, leider kannst du den Kiefer nicht bewegen. Also er hat kein Action-Feature, schade. Aber sie haben kein Recycling betrieben für so eine Figur. Ja, wenn ich mir jetzt angucke, was mit, wie war das mal? Guck mal, du wirst voll verdeckt von dem Ding, was sie jetzt bei He-Skeletor gemacht haben. Und sind den He-Man einfach nur neu angemalt. Bei den He-Skeletor kommt auch noch ein She-Skeletor oder was? Keine Ahnung. Die haben doch diese Dings, eine weibliche Person auch schon wieder hier Snake-Dings gemacht haben. Keine Ahnung, was die da sich bei. Ja, aber das ist doch mal wieder cool. Also das, sieht, das ist eine geile, also original, schöne Figur. Mir auch den. Ich mach's lieber nicht. Ja, ja, klar, du kannst den Kopf natürlich wieder abnehmen. Ja. Aber, und dafür. Ja, wir haben früher mal frische mit dem Strohhalm aufgeblasen, Alter, aber nicht durch den Mund. Normalerweise sind doch immer die Wechselparts bei. Wir haben den Comic gehabt. Stimmt, hier ist nothing. Wir haben den Comic gehabt, aber diese Wechselparts, dieses kleine Papierding, das fehlt hier komplett. Aber jetzt guck mal, wenn die Halskrause ab ist, du kannst ja so geil gucken lassen, Alter. Ja, so ein bisschen. Das ist geil, Alter. Ja, ich finde den. Der ist schon hässlich, ne? Aber, ja, aber der Frosch, der hat auf jeden Fall Zähne. Ja. Was gab es denn früher in den 70er, 80er? Ich wollte gerade sagen, für Filme, Frogs gab es halt, ne? Der ist wirklich Frogs. Ja, super, ey. Also das finde ich schon ein mega. Also das ist cool. Nice. Das ist dieser Halskraus da mit dem Dings. Ah, komisch. Das wackelt. Guck mal, das wackelt hier. Ja, aber auch. Warum das? Natürlich wackelt? Sehr. Keine Ahnung. Ja, weil das nicht richtig sitzt. Weil das 100 Pro für eine andere Figur gemacht ist. Guck mal hier von der Seite. Weißt du, was das sein könnte? Weißt du, guck mal, wie breit das aus, als wenn hier einer so Dings noch hätte, Schulterklappen und so. Weißt du, was das sein könnte? Das könnte tatsächlich ein recyceltes Teil sein, weil es gab mal in so einem PowerCon-Pack. Gab es diesen Geist von Grayskull und so ein Tentakel-Ding. Ja, diesen, hab ich auch und diesen gesehen, Roboter, den es als Pappfigur im Hintergrund gibt. Ja, genau, der steht halt. Ja, das könnte vielleicht von dem sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Aber erstmal ohne Kack, weil das hier, guck mal, hier ist auch gar nicht gerade, hier die Kante. Die ist ganz schön scheiße geformt. Da ist sehr viel Spiel. Und, was ist denn mit diesem Auge?
Auge? Wie heißt der denn? Der Okolyta oder was? Gab es da nicht von Masters auch noch einen Auge? Ja, aber New Adventures oder was? Achso, das ist dann danach halt schon. Ja, das ist nicht. Übrigens, Frauchen hat mich heute Mittag darauf aufmerksam gemacht, weil Shiba, wenn er die ganze Zeit wieder Folgen hochgeladen auf YouTube halt, so alte Dinger, dass es da eine weibliche Figur gibt, die Minister heißt oder so. Minister. Weibliche Figur Minister. Ich hab's noch nicht gefunden. Muss mal eben kurz nachprüfen. Nee, ist noch alles da. Ja, ja. Okay. Also, pack mal einen Frosch. Nein. Ich pack dir mal einen Frosch. Lass das sein. Ich hab gar kein Bier mehr. So. Der ist aber echt cool. Also der gefällt mir echt. Ja, würde ich mir sogar jetzt kaufen als nicht Moto-Fan, aber den kriegt man ja so nicht, ne? Der ist jetzt weg. Kommt der irgendwann mal in den Läden, oder? Nein, das war wirklich so ein Exclusive. 21 Dollar oder so hat das gekostet. Meinst du nicht, dass immer bei TK Maxx, da waren ja auch schon voll auf eine englische Das hat Material sehr, sehr, sehr geschickt gemacht. Schön, alle stürzen sich drauf und nach wie vielen Minuten war es? 36 Minuten. Ach stimmt, wir waren live dabei. Wenn ihr das sehen wollt, wie wir das live bestellt haben oder jetzt nicht mehr so ganz so live, dann müsst ihr bei ihm auf den Kanal gehen. Bei mir wieder, ne? Ja, klar. Ist ja geil. Weil er war natürlich irgendwie, ich habe gesagt, so, halt die Schnauze, ich muss jetzt hier Handy, ich muss hier gucken. Der war richtig herbe, ne? Ich da also. Und er hat einfach die Kamera drauf gehalten. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich so abgehe, wie da jetzt. Da ist der Go-Minister Frogmonger-Tanz entstanden. So, ja, genau wie jetzt. Frogmonger! Dann wisst ihr genau, wie das gelaufen ist. So, wir drehen ja nochmal schön hier. Ja, schön. Wundervoll. Schöne, geile Figur. Ich finde ihn geil. Ich finde ihn richtig geil. Also die Augen jetzt, die hätte man ja auch verkacken können. Die sind super. Guck mal, mit diesen geschwungenen halt, diese Pupille. Dann macht er noch so ein kleines Häkchen. Sieht halt aus wie so ein Horrorfrosch. Das ist cool. Das würde mich also persönlich echt stören. Das finde ich. Oder ich habe den Kopf nicht richtig drauf gedrückt. Nee, das war ja am Anfang auch wackelig schon. Von Anfang an. So, aber wir wollen ja, oder ihr wollt ja, dass wir uns den Kopf. Oh, was hast du gesagt? Gorminister Lies. Nein, ich wollte sagen, oh, jetzt kommt nochmal Gorminister Lies. Ja, ich halte mal die Frogmonger. Oh, scheiße, meine Augen wieder, weißt du? Ja, ich kann dir dann. Und da ist, guck mal hier, da ist richtig viel Text drin. Alter Vater, wir können das aber, ja, weil in den amerikanischen Dingern ist ja immer Text, bei den Deutschen können wir uns unsere eigene Geschichte spinnen. Ne? Ich nehme jetzt auch mal die Brille ab, ich guck da mal nochmal. A sorceress who has sent He-Man on the most unsavory hunt within the bowels of the mysterious fortress. Bowels! Ja, das ist ein bisschen, Arnie ist schon drin, ne? He searches for, was? Figure shrouded in mystery. Okay, wir machen das jetzt einfach so. Scheiß auf die Textblasen. Die könnt ihr ja, wenn wir das hier so nachblenden. Könnt ihr ja stoppen. Ja, könnt ihr euch selber durchlesen. Also, wir machen das so wie immer, als wenn es keine Textblasen gäbe. Ich laber so. Da einfach drüber. Nein, genau. Ich hier, Sorceress holt He-Man herbei und ach, scheiße, da geht schon wie direkt an. Wie Text das ist? Ja, Mann. The True Lord of Grayskull. Wer ist denn der True Lord of Grayskull? Speaks from where it comes isn't certain. Okay. Ist Frogmonger der Alte, der vielleicht Lord ist er der Certain. Ich meine, guck mal, er tanzt jetzt schon, ne? Also, ist das schon so. Aber hey, steht gut. Ja, ohne Scheiß. Also, da sind die Gelenke auch mal wieder nicht so. Was hatten wir letztens? Da waren die doch sehr so. Ach, da waren die sehr locker. Was war das denn? Aber die sind gut. Ab und zu bin ich auch sehr locker. Ich hab's mir ja ein bisschen eingeteilt, ne? Weil ich das so lecker finde. Ich hätte ja auch ein kleines Glas. Ja, He-Man geht da rein, Castle Grayskull, sieht man schön. Und da kommt er direkt, Frogmonger. Okay, das muss ich vorlesen. The stench here is unbearable. Es stinkt bestialisch, oder? Es ist einfach unaushaltbar. It cannot be you catch the Frogmonger. Your smell gave you away. Ach so. Dein Gestank hat dich verraten. Ja. So, und dann ist er sofort hier, zack, zack, zack. He-Man will den richtig schön auf die Fresse hauen, aber er springt da so rum, so boing, 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 boing. Ja. Dann hier, King Randor ist in Mortal Danger. Oh, King Randor ist in Danger. Und dann sieht man ihn da so. Oh mein Gott, Danger. Oh mein Gott. One that turned out to be a trap. From the Snake Man. Ah, wir sind wieder bei den Snake Man zurückgekommen. If Randor is not awakened, Eternia shall fall. Ah, der wurde vergiftet oder so.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist das hier, den darfst du auch nicht anlecken. Leck den doch mal an. Ah, warte mal, das ist bestimmt so ein Zauberfrosch, wenn der so tanzt. Oh. Krieg den jetzt nochmal wieder so hin. Doch, komm, der ist doch super ausgerät. So. Was machen wir hier? Ich habe von hinten kein Licht, das ist auch blöd. Frogmonger was once rich, powerful and looked like you, but more handsome. Und dann hat ihn so eine alte Nutte geküsst und dann wurde er zum Frosch oder was? Also so andersrum, das wäre ja andersrum gedreht. Auf Eternia? Ja, könnte ja, auf Eternia ist wie, alles möglich. Wie oft wurde eigentlich Eternia schon angegriffen oder Castle Grayskull? Immer. Okay. Ja, okay. Wahrscheinlich. Ja. So, dann, aber guck mal hier, da siehst du, ach guck mal hier, sind auch die Skelette, oder ist sie nicht, nee, das ist das so ein... Das ist auch so ein Schlankenkopf. Ja, mit dem langen Hals halt. Frogmonger sold dark magic to both sides of the prophet. Ach, er ist ein Söldner. Vorprophet. Er ist so ein Söldner. Er sagt, guck mal hier, ich hab hier die dunkle Magie, ich bezahle, bezahl. Geil. Ach, er ist richtig, er ist richtig ein Badass. Er ist ein richtiger Badass. Ja, und dann kommt hier so ein Schlangenmensch und Frogmonger steht da und hier auch so eine ganze Armee von Snakemen. Tatsächlich. When Snakemen gained upper hand, conquered my castle. King Hiss. Da ist auch hier der Tanglöscher, ne? Direkt links, ja, oder? Ist das der? Ist das Tanglöscher? Ja, der Tanglöscher, hier. Achso, wie heißt der mit der Zunge? Der Blitzzunge mit der... Ja, das ist der Frogmonger. Aber warum hat der... Das ist nicht Frogmonger. Guck mal, warum hat der denn so eine Zunge? Frösche haben doch keine Zunge. Ja, aber der Frösche haben noch keine Zunge. Womit fangen sie denn ihr Zeus? Ich hab nichts gesagt, ich trinke noch was. Old me begged and begged the kingdom of... Above us for aid, but no, they did reserve. Okay, the cursed frogmonger. Und dann, guck mal, dann hat er seine Magie hier ausgedacht und dann. Früher gab es da noch gar keine Story zu, ne? Nee, zu das dem, ist das. Das, hier das ist, nö, der war einfach nur dann aufgemalt. Ja, klar. Und guck mal hier, hier sind die ganzen Frogmonger Horde-Trooper, die es demnächst ja auch zu kaufen gibt. Ja, ich glaube, einige haben die natürlich schon wieder, ne? Ja, habe ich gesehen. Ja. Gehört. Ich auch, ja. So, und dann kommen die da hin und machen Stress. Oh, jetzt kommt da so ein Adler. Nee, was oh, ist wir ein kommen Pferd? Da jetzt. Pferd? Was? Das letzte Einhorn kommt jetzt, oder ach, was? Guck mal, das ist hier Prince Adam von New Adventures und da haben wir schon das Raumschiff. Und da sind diese Riesen. Jo, hier, wie heißen ich? Ich hab keine das Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist eine große Figur, ne? Richtig, da gibt's einmal diesen Negator oder wie? Keine Ahnung, einen bösen und einen guten von. Ja, immer. Die du für 1.500 € kaufen kannst. Was? Frogmonger, give shiny key, but then you work for me. Ach so, der spricht auch wie so ein. Okay. Ja, also nicht so ganz. Wie so ein Frosch halt spricht, ne? Ja. Frogmonger, give shiny key, but then you work for me. Ach, guck mal, jetzt verbündet sich He-Man mit Frogmonger. Ach, krass. Wo willst du denn den da hinstellen? Da weiß ja gar nicht mehr, ob der zu den Guten oder zu den Bösen. Ja, weiß man nicht. Zu den Ureinwohnern? Ja, der ist ja eh. Key of Keys will take us where you want to go, even inside Mind of King. Ach so. Xeno Dominus. Guck mal, also ein Drachen! The dragon snake which possesses King Randor's mind. Flying snake, my worst nightmare. Snakes eat frogs. Natürlich. Die verbünden sich, weil er mit den Snakemen natürlich auch nicht klarkommt. Ist das dann die Schlange von Snake Mountain? Die sich um den Turm windet? Dass das eine fliegende Schlange ist, oder das was? Das sieht fast so aus, ne? Krasse Scheiße. I have a plan. You said snakes eat frogs. Will use you as bait to lure the Leviathan out of the realm. Ja. Okay, ja, He-Man und Frogmonger haben einen Plan geschmiedet. Frogmonger ist einfach nur der Köder. Maybe you think of a new plan. Okay. Okay, He-Man, ne? For Eternia, Frogmonger, not the scoundrel above a Frogmonger King. Okay, a battle is afoot. Indeed.
Ich schwöre dir, auf der letzten Seite kommt Tila, küsst den Fockmonger und er ist noch so ein Prinz Adam oder irgendwie sowas, Alter. Prinz Sesam. Das fände ich jetzt... Jetzt geht's ab hier. Ja, jetzt geht's ab. Harry, open the portal, my shield won't hold for long. Ah, okay, He-Man wehrt hier gerade so Strahlen ab und Frogmonger macht hier einen auf und sagt so, here goes nothing. Das ist so, als wenn ein Deutscher spricht, so, hier geht nichts, here goes nothing. Jail Snake, look at me, yummy frog. Ah, der versucht jetzt die Schlange abzulenken. So, jetzt versucht er die Schlange abzulenken. Ja, blöd, die Schlange ist halt dummerweise durch das Portal geschlüpft. Auch das noch. Tja, ist so ein bisschen wie hier Alien oder Aliens, ne? So schön ins Weltall. Ja, hast du jetzt Pech gehabt. I had my most dreadful nightmare. Ja, okay, King Randor wacht halt auf. Und dann bedankt sich He-Man beim Frogmonger. The key of keys, my one and only treasure, return it now. Yes, ist so ein bisschen auch Gollum, ne? Ja, hier, my the key of keys. My precious. So, was haben wir jetzt hier? Yes, my greatest prize, back where it belongs. Okay, ja, bla bla bla, er kriegt wieder... Oh, thank you, my strange friend. Er scheint wirklich... Cool. Eigentlich ein so ein guter zu sein. Ne? So ein bisschen Han Solo-mäßig, so ja, ein Schurke. Steht so zwischen den. Ja, genau. Frischen. Down, down, down into the darkest death of his secret lair Frogmonger goes. I hear you, my prettiest. I'm coming. Bla 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 bla. Jetzt geht er ableichen. Nein, was? Hier. Da geht er zurück in seinen Realm und da liegen hier die ganzen hier. Da oder geht er hier zu Dagobert Duck. Ich wollte gerade sagen, Onkel Your King Dagobert. Has returned. Da lässt er sich feiern. Ja. Was? Warum? Was jetzt? Die letzte Seite ist richtig so ein Bam. Hat Doppelseite. Ist echt ja, ja. Weil wir wissen ja, die Schlange wurde in dieses All Loch irgendwas geworfen, rein. Aber jetzt kommt hier schön die Flotte. Meanwhile, outside the Xenodominus domain, the Harper of Imagination discovers he is nothing more than a small frog in a large pond. Ja, da kommt die Schlange hin und dann... Nein, Pond. Large Pond, ja, Pond. Warum sage ich von Pond? Ja, und dann ist die Schlange da und da sind die ganzen Schiffe hier von New Adventures. Zeus. Was passiert da jetzt? Machen die jetzt mit Figuren irgendwann so ein Crossover, so eine Symbiose, dass New Adventures und hier, wie heißen die anderen, Origins oder so, zusammengeführt werden, damit es einen Übergang gibt? Haben sie ja schon oft gemacht. Hier, die 200X-Figuren gab es ja auch schon ganz. Ja. So, aber jetzt haben sie wahrscheinlich noch dieses New Adventures-Ding da reingebracht. Weil ich hätte gedacht, bevor sie jetzt die Kacke weitermachen mit so ein paar anderen Figuren halt, voll oder geil. So neue Helden, die halt nicht wirklich funktionieren. Voll sag da geil. Mal die sonnigen Gesellen da, oder? Ja, die haben nicht so wirklich funktioniert. Aber überleg mal, wenn da wieder so ein Schiff wird oder sowas da mal raushauen würde, das wäre doch geil, oder? So eine ja, das ist nur weil das finde ich echt geil. Das ist ja, dann packe ich das jetzt schon wieder hin. Alle Decke. Das wäre geil, dass so zwei hier Platz nehmen könnten. Ich habe das ja irgendwann auch mal gesehen. Ich glaube, als Kind hat man das auch mal in diesen Werbeheften gesehen oder in diesem Masters-Magazin halt, ne, dass das da später noch drin war. Meine ich irgendwie. Oder ich habe es bei dieser Ausstellung damals gesehen, voll bei geil. Karstadt bei uns. Das kam jetzt auf jeden Fall auf der letzten Seite sehr, sehr, sehr cool. Überraschend. Also das wird mir sogar gefallen. Das würde ich für Krieg der Sterne nehmen. Weil das so groß ist. Natürlich. Da passen auf jeden Fall Star Wars Figuren rein, wenn das so ein Modell wäre von Creations. Halt. Ja, und dann hast du, da kannst du aber mehr reinpacken, weil die sind ja nur halb so groß. Ja. Mal hier. Voll geil. Ja. So, dein Fazit zum Frogmongler. Finde ich echt geil. Finde ich mega. Also ich habe keine Ahnung vom Motor, ne? Wie gesagt, warum euch hier wundert. Ich finde den super, den würde ich wieder zum Spielen. Als Kind hätte ich den für irgendwelche anderen Alien-Invasionen, blablabla, Weltraumabenteuer genommen. Das noch hier, total geil. Danke, Jörg. Das ist zum Reinbeißen, aber dann ist schon wieder zu schade, wenn man was abbeißt. Das ist geil, sowas wünsche ich mir echt mal für Star Wars. Irgendwie so Kerker-Zeug oder so, wo nur dieser. Das ist nicht so aufwendig. Du hast ihn gehört, Jörg. Hammer, ey. Das ist geil. Also anmalen würde ich. Ich finde es sogar ohne Farben total geil. Finde ich es auch geil. Ich würde das so lassen.
du testest das doch bestimmt nochmal aus. Ja, das kommt da hinten, das kommt da hinten rein. Gibt es eine Aufnahme von dann? Ja, wahrscheinlich schon. Habt ihr dann wahrscheinlich jetzt gerade gesehen oder so. Ja, dann packt er ihn da so ein Bein. Aber ich finde den Tanzenden, der freut sich auch, der Frogmonger, so ist geil. Ja, ich freue mich auch. Richtig, richtig schön. Ich hab da richtig Freude dran. Tolles Ding. Weil, wie gesagt, so 50s-Style, ja. 50s-Science-Fiction-Style. Das finde ich ja eh immer geil. Und ja, macht Spaß einfach. Der ist voll super. Gut. Also dafür hat sich dein Warten und aber... Und das Zittern. Dein Euphorismus oder wie heißt das, als da Frogmonger passt halt. Also absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Leute die Figur gesehen haben. Ich habe mir zwar schon Reviews runtergezogen, habe ich natürlich noch nicht geguckt, ne? Weil hier keine Zeit. Ich muss auch mal wieder Reviews machen. Ich habe das ehrlich nicht so gut, aber ich denke, der ist in der Fangemeinde sehr. Aber ich finde den super von den Farben und so, das gefällt mir voll hier mit diesen, ne, so ein paar Klecks. Ja. Also wie gesagt, mit dem Wackelding ist komisch, aber das sieht aus, das schreit nach einer Erweiterung. Ja. So eine Glashaube oder irgendwas. Ja, irgendwie das, hier, ja, ich hätte das vielleicht auch passt halt so und machst du hier noch so. Guck mal, der fällt nicht um, geil. Weiß nicht, hier so Schulterklappen oder irgendwas, den kannst du auf jeden Fall schön noch customizen oder erweitern so. Voll geiles Teil. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind beide begeistert, wie ihr sehen könnt. Ihr hattet einen schönen Biertest, ihr hattet ein Unboxing von einer schönen Custom-Sache, ihr hattet den Frogmonger und einen Comic. Meine Güte, so eine lange Folge. So viel schon wieder. Ich wollte schon seit Stunden nach Hause, weißt du? Ich muss Und bevor er hier zusammenbricht, sage ich, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Mein Bier ist auch leer. Und was könnt ihr jetzt machen? Abhüpfen. Ja, und abschalten. Ne? Abschalten. Frogmonger. 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 Abschalten.